Hallo und herzlich willkommen auf Epic, dem Mechanics Original Glove. Kennt jeder, hat jeder, liebt jeder, aber die feuerfesten Varianten kennt ihr noch nicht. Die stellen wir euch heute vor. Wir hatten vor einiger Zeit auf Facebook mal ein Bild gepostet mit unseren Mechanics-Handschuhen und die Leute gefragt, welche Handschuhe findet ihr denn super oder sind Mechanics wirklich die besten Handschuhe, die es gibt auf dem Markt? Und haben einige von euch geschrieben, ja, die sind schon gut, aber sind halt nicht feuerfest. Ja, und für manche ist es natürlich notwendig, dass ein Handschuh auch feuerfest ist. Natürlich ist der Original Glove von Mechanics nicht feuerfest. Das ist ein ganz einfacher Handschuh. Der preisgünstige Handschuh hat aber dafür einen super Tragekomfort. Ist einfach ein sehr, sehr geiler Handschuh. Natürlich, Mechanics hatten wir ja auch auf der SHOT Show mal interviewt, den Founder von Mechanics selbst. Die haben ja für alle Sparten was. Und deswegen haben wir heute für euch mal zwei Varianten der feuerfesten Art für euch mit dabei. Das ist einmal der Tempest und einmal der Azimos. Der Tempest FR ist aufgebaut wie auch der Original Glove, also ein knöchellanger Handschuh, der hier auch mit einem Klettverschluss bedient wird, genauso wie beim Original. Hat hier auch die Aufhängung für einen Karabiner. Vom Materialmix habt ihr natürlich, da er feuerfest ist, auf der Oberseite Aramid-Verbindung mit Carbonfasern und einen Anteil noch von Kevlar. Hier ist Volllederbereich, auch unten der Bereich ist Vollleder. Das heißt, ihr habt hier auch die Möglichkeit, dann Geräte zu bedienen. Wenn ihr ein Smartphone habt, was mit Touch funktioniert, ist es hier mit dem Handschuh überhaupt kein Problem. Das funktioniert ohne weiteres. Und wie auch bei Mechanics taktischen Handschuhen üblich, ist hier bei dem Mittelfinger und beim Zeigefinger der vordere Bereich so abgenäht, dass ihr den auch abschneiden könntet. Da verliert ihr natürlich die Feuerfestigkeit, also wäre in dem Fall nicht zu empfehlen. Aber ihr könntet das machen, wenn ihr wolltet. Wäre gar kein Thema. Als nächstes haben wir den Azimod für euch. Der ist genauso aufgebaut wie auch der andere Handschuh, also Lederapplikation, wieder derselbe Anteil an Kevlar, an Carbon und Aramid. Nur der Unterschied zu dem Handschuh ist, dass hier der Lederbereich auf der Oberseite, der ist nochmal verstärkt. Also das ist wirklich hier was für die Breacher, sage ich mal, die wirklich hier nochmal einen Knöchelschutz brauchen. Das ist eher so der leichte taktische Handschuh, den ich jetzt auch für Polizei oder für Behörden sehe. Und das ist hier wirklich ein militärischer Handschuh, der für harte Arbeiten konzipiert ist. Hier kommt noch dazu, dass ihr eine lange Stulpe habt, die auch noch einen Teil des Unterarms schützt. Das heißt, der Verschluss für den Klett ist natürlich auch ein bisschen weiter oben angebracht. Wie man das auch so schön kennt aus den Filmen, wenn einen das stört, kann man das ganze System natürlich auch umwickeln und hat dann hier einen handgelenklangen Handschuh. Ja, auch hier, genauso wie bei dem anderen auch, der Mittelfinger und der Zeigefinger sind so gearbeitet, dass ich hier abschneiden könnte, wenn ich wollte, aber das wollen wir auch nicht. Und jetzt wollen wir euch mal zeigen, wie das aussieht, wenn ihr einen normalen, nicht feuergeschützten Handschuh unter Feuer aussetzt und danach einen der beiden feuerfesten Handschuhe hier. Hier der Original Glove ohne Feuerschutz im Feuertest. Hoppala. Also wie ihr sehen könnt, das schmort direkt an. Geben wir mal noch einen drauf. Hier haben wir jetzt stellvertretend mal den Tempest. Nochmal hier der andere nebendran. Also der schmort wirklich gut. Jetzt der Tempest. Hier sieht man übrigens auch schon gerade schön, wie die Fasern hier die Farbe verändern. Das ist auch ganz normal. Oh, hier brennt was. So. Also ihr seht, gerade hier das Plastikzeug, das schmort dir wirklich die Hand weg. Ja, also was ich gerade sagen wollte, hier die Fasern, sieht man schon schön, dass die sich so grünlich verfärben. Das ist bei Nomex ganz normal. Jetzt machen wir mal hier weiter. Den Feuerfinger zur Seite. So. Also ihr seht natürlich auch eine Verformung, aber hier brennt auf jeden Fall nichts. Also den Handschuh kann man jetzt noch ganz normal tragen. Der wird jetzt ein bisschen knusprig sein. Aber ihr seht hier keinerlei Beschädigungen
Der ist wirklich noch voll intakt. Ja, hier ist ein bisschen zusammengeschmolzen, das ist klar, aber das ist auf jeden Fall nicht beschädigt. Wenn es um den Schutz eurer Hände geht, da solltet ihr keine Kompromisse eingehen. Bei Verbrennungen auf den Handflächen ist man auch schnell im lebensgefährlichen Bereich. Das heißt, hier wirklich auch auf den Schutz achten, wenn ihr dementsprechend ausgesetzt seid, solchen Begebenheiten oder Feuergefahr besteht. Ihr seht es ja hier selber bei dem Classic-Handschuh, der wirklich für leichte Arbeiten konzipiert ist. Der wird euch schön auf der Haut einbrennen. Also das wird, glaube ich, sehr, sehr unangenehm, wenn der dann runtergepielt wird. Der Tempest oder auch hier der Azimut bieten euch vollständigen Schutz. Ist natürlich klar, dass man mit diesem Handschuh hier ein bisschen schlechteres Fingergefühl hat als mit dem Classic. Der ist einfach viel dünner und viel leichter. Aber diesen Kompromiss muss man bei allen Arbeitshandschuhen eingehen. Und ich kenne auch keinen Hersteller, der einen feuerfesten Handschuh baut, der wirklich 100% genau so ein Touchgefühl gibt, wie jetzt hier der Classic von Mechanics. Ihr bekommt sowohl die feuerfesten Varianten als auch die nicht feuerfesten Varianten von Mechanics bei Rican Company. Der Link ist unten eingeblendet. Habt ihr noch Fragen zu den Produkten? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, denkt daran, die Glocke zu klicken und wir sind raus. Bis dann, macht's gut, bye bye. Thank you.